Hallo, in diesem Video wird sich alles um das Pipette, um das Aufnahmewerkzeug, um das Trainialwerkzeug, um das Anmerkungswerkzeug und um das Zählungswerkzeug drehen. Dieses Zählungswerkzeug ist nur in der Photoshop Extended Version vorhanden. Beginnen wir aber mit dem Pipette-Werkzeug. Mit dem Pipette-Werkzeug können wir ganz einfach eine Farbe, die sich in unserem Bild befindet, in die Farbpalette mit aufnehmen. Dazu klicken wir einfach in irgendeinen Bereich auf unserem Bild. Ich nehme jetzt mal diesen blauen Bereich. Und ihr könnt erkennen, dass diese Farbe direkt aufgenommen wird. Dies können wir beliebig oft weitermachen und in beliebig viele Bereiche klicken und immer diese Farbe wird hier aufgenommen. Falls wir dabei die Alt-Taste gedrückt halten und jetzt in irgendeinen Bereich klicken, wird diese Farbe als Hintergrundfarbe eingestellt. Nun befindet sich hier oben der Aufnahmebereich. Dieser ist normal auf ein Pixel eingestellt. Darauf werden wir aber gleich nochmal genauer eingehen. Hier können wir noch den Aufnahmemodus einstellen, ob die Farbaufnahme nur auf der aktuellen Ebene stattfinden soll oder auf allen Ebenen. Nun möchte ich euch aber den Aufnahmebereich noch ein bisschen näher bringen. Dazu habe ich auch ein anderes Bild nochmal vorbereitet. Wir haben hier ganz einfach 9 grüne, 9 rote und 9 blaue Pixel. Und falls ich jetzt nun diese Aufnahmebereich auf 1 Pixel gestellt habe und jetzt in diese Bereiche klicke, ihr könnt schon erkennen, dass genau diese Farbe hier unten ausgewählt wird. Falls ich dies jetzt aber mal auf 3 Pixel stelle und hier unten auf dieses Pixel klicke, könnt ihr schon erkennen, dass es nicht mehr diese Farbe ist. Und das liegt daran, dass die Aufnahmebereich 3 auf 3 Pixel sind. Wenn ich jetzt hier klicke, werden diese 3 Pixel ausgewählt. Und nicht nur dieser eine Pixel, den ich vorher angewählt habe. Das ist hier genauso, wenn ich hier unten nun klicke, könnt ihr auch schon erkennen, dass es hier nicht zu diesem Rot wird, sondern zu diesem Lila, da auch hier wieder die blauen Elemente mit aufgenommen werden. Und hier könnt ihr dann auch noch die verschiedene Pixelgröße einstellen. Ja. Nun aber zum Farbaufnahmewerkzeug. Dieses Farbaufnahmewerkzeug funktioniert im Prinzip genauso wie das Pipette-Werkzeug. Wir klicken auch in einen Bereich unseres Bildes. Nur wird diese Farbe jetzt hier nicht in die farbene Palette aufgenommen, sondern sie wird uns hier in einem separaten Fenster, das sich geöffnet hat, angezeigt. Wir können hier nun öfters in dieses Bild klicken und immer wieder wird uns der Farbcode angezeigt. Falls wir dies schon 4-mal gemacht haben und jetzt nun nochmal hier klicken, wird diese Warnung angezeigt. Und zwar können wir nur 4 Farbaufnahmen machen. Falls die Position unserer Farbaufnahme uns nicht gefällt, gehen wir einfach in die Mitte dieser dieses Fadenkreuzes und verschieben dieses Fadenkreuz in einen anderen Bereich. Und hier oben verändert sich nun die Farbe. Ja. Ich lösche diese nun mal wieder. Ja. Nun zum nächsten Werkzeug. Dies ist das Linealwerkzeug. Dazu blenden wir uns erstmal die Lineale ein. Dazu drücken wir STRG und R. Und ihr könnt schon diese Lineale erkennen. Nun, mit dem Linealwerkzeug ziehen wir einfach mal eine bestimmte Linie auf. Und hier oben werden uns jetzt die Daten angezeigt. Also wir haben jetzt hier eine Breite von 797. Nun ja, wir wissen jetzt nicht, was diese Zahl bedeutet. Dazu machen wir jetzt einfach mal einen Rechtsklick auf diese Lineale. Und ihr könnt schon erkennen, dass hier Pixel eingestellt sind. Und wir können erkennen, dass dieser Bereich nun 797 Pixel ist. Ja. Ich lösche dieses Lineal nun mal. Wir können auch nun mit dem Linealwerkzeug eine bestimmte Messskala selbst festlegen. Dazu wechseln wir auf Analyse, auf Messskala und nun auf Benutzer definiert. Nun, ich habe hier in diesem Bild einen Zentimeter eingezeichnet. Da wechseln wir jetzt mal an dem Anfang dieses Striches und ziehen dieses Lineal bis zum Ende auf und halten dabei die Shift-Taste gedrückt. Nun könnt ihr schon erkennen, dass hier eine Pixellänge
von 141 ist. Die logische Länge ist ja bei uns 1 cm und die logische Einheit ist bei uns Zentimeter. Und klicken einfach auf Vorgabe speichern, aber das könnt ihr ja selbst machen. Ich lösche jetzt dieses Lineal nochmal. Nun zum nächsten Werkzeug, das ist das Anmerkungswerkzeug. Mit diesem Werkzeug können wir ganz einfach im Bild verschiedene Anmerkungen machen. Wir können einfach hier im Bild klicken und es öffnet sich hier dieses Fenster, wo wir nun die Anmerkung hineinschreiben können. Zum Beispiel jetzt einfach mal, dies ist ein Video. Punkt, 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 Punkt. Und hier oben können wir auch noch den Autor eingeben. Also hier jetzt zum Beispiel Adobe Creative Labs. Und dies wird hier angezeigt. Und ja, wir können dieses auch nun jetzt sofort wieder löschen. Und wir können auch hier beliebig viele Anmerkungen machen. Und mit diesen zwei Pfeilen können wir zwischen den Anmerkungen hin und her schalten. Und bei der Anmerkung, der aktiv ist, könnt ihr hier diese Striche mit diesem Bleistift erkennen. Nun, wir können diese Anmerkungen oder diese Anmerkungen werden uns nur bei bestimmten Dateiformaten wie bei dem PDF-Format angezeigt. Ich lösche jetzt aber nun mal alle diese Anmerkungen wieder. Als letztes befindet sich hier noch das Zählungswerkzeug, welches ja wie schon gesagt nur in der Extended-Version vorhanden ist. Dies ist eigentlich ein ziemlich simples Werkzeug. Wir können einfach einmal in unser Bild klicken und es werden bestimmte Zahlen erstellt, die ihr hier jetzt vielleicht nicht sehen könnt, weil diese Farbe gerade nicht passend ist. Ich stelle dies jetzt mal auf schwarz und ihr könnt schon die verschiedenen Zahlen erkennen. Wenn ich hier klicke, wird immer die weitere Zahl erstellt. Ja, ich kann diese auch ausschalten, dass man sie nicht sehen kann. Hier oben kann ich eine neue Zählungsgruppe erstellen. Der kann ich einfach einen Namen geben, zum Beispiel jetzt. Ja, lassen wir einfach hier nun mal Zählungsgruppe 2. Und hier können wir jetzt mal die Farbe ändern, zum Beispiel auf Rot. Und wir beginnen wieder von 1 und zählen uns hier wieder wie wild durch das Bild. Hier oben können wir zwischen den Zählungsgruppen dann hin und her schalten und diese auch umbenennen. Hier können wir alle wieder löschen. Ja, hier könnt ihr noch die Markierungsgröße ändern. Also, die Markierungsgröße bedeutet hier dieser Punkt. Und die Beschriftungsgröße ist, wie schon gesagt, die Größe unserer Schrift. Ja, ich hoffe, dieses kleine Video zu diesen Werkzeugen hat euch gefallen und ich könnte euch ein bisschen weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Peace.